Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Entschuldigt bitte vielmals nochmals wegen der raschen Beendigung des letzten Partes. Ich musste ganz rasch was erledigen. Das duldete keinen Aufschub, auch nicht die der paar Sekündchen, die wir hier brauchten, um fertig zu lesen. Jetzt ist das erledigt und wir können hier weitermachen. So, wo hatte ich jetzt aufgehört zu lesen? Sie folgen Sicherheitsregeln auf. Ich fange einfach noch von vorne an, keine Ahnung. Also bei dem Text halt, ne? Sie stehen kurz davor, sich auf eine Reise unter die Erde zu begeben. Dort erwarten sie harte Arbeit. Doch für die Menschen, die in diesen tiefen Graben, gibt es eine altbewährte Tradition, die hinter dieser Arbeit steht. Auf ihrer Suche nach wertvollem Silber und anderen kostbaren Erzen werden sie gewaltige Höhlen erkunden und graben. Ihre Augen sind vielleicht sogar die ersten, die in den Genuss des Anblickes einiger dieser prachtvollen unterirdischen Grotten und schier endlosen Schächte kommen. Doch seien sie gewarnt, denn der Bergbau gehört zu den gefährlichsten Berufen im Kaiserreich der Inseln. Bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen, sollten sie die im Folgenden erklärten Sicherheitsregeln genau verstehen. Führen Sie stets eine vollständige Tagesration Lebensmittel und Wasser mit sich, sogar zwei, wenn Sie das zusätzliche Gewicht tragen können. Kanarienvögel und Spatzen reagieren auf unsichtbare Dämpfe und verlieren das Bewusstsein, wenn schädliche Gase austreten. Verlassen Sie ungehemmt das Bergwerk, falls dies mit den Vögeln im Käfig in Ihrer Nähe geschieht. Tragen Sie stets die Schutzbrillen und Atemmasken, die Ihnen vom Schachtmeister ausgehändigt werden. Entfernen Sie sich nicht von Ihrer Gruppe, betreten Sie niemals allein unmarkierte Höhlen oder Tunnel. Achten Sie bei Ihren Kameraden auf Anzeichen von Erschöpfung oder Schwindel, achten Sie aufeinander. Die Nachfrage nach Silber ist so groß wie noch nie. Also arbeiten Sie hart, achten Sie auf Ihre Sicherheit und holen Sie das wertvolle Metall aus dem Berg. Mit freundlicher Genehmigung der Bergbaugewerkschaft, finanziert vom Aramis Stilton. Okay, na wenigstens hat das ja nett formuliert. Das habe ich gar übersehen. Vor lauter Suchen. Shindari Ostseite. Münzen, aha. Alter, dass ich da alles stehen und liegen hab lassen. Das ist aber nicht so schön. Ein Sturm nach dem anderen. Scheibdreck. Also los, auf geht's. Aber irgendwie komme ich da echt nicht dahinter mit dieser Zahlenkombination. Mit bedecktem Gesicht. Ja. Wenn ich wissen würde, wo dort der Hinweis wäre. Kann man die Gnädige betäuben? Wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Blöde Geschichte. Ich vermisse die Zeit, in der ich einfach mal schlafen konnte. Ja. Ich vermisse die Zeit, wo das hier mal. Wow. Wo das hier leichter ging. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach was. Aber das wird nichts bringen, ne? Ich habe echt keinen Plan. Ich weiß nicht, wo hier die Zahlenkombi sein könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht einfach selbst so herumliegen tut. Die vertrauten Stadtteile werden langsam gefährlich. Das ist doch kein ja. Leben. Nein. Ja. Verdammt. Ja. Verdammt nochmal. Ja, das ist halt Pech. Das eine, ich werde jetzt nicht weiter stehen bleiben. Wahrscheinlich gibt es ganz einfach einen Hinweis irgendwo. Ich glaube, ich lasse das. Ich glaube, ich lasse das einfach.
hier nicht irgendwo mal so ein Fernrohr? Ups. Das wollte ich gerade auch nicht. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte das gerade echt nicht. Hoffentlich sind wir sehr böse. Hi und Entschuldigung, war ein Versehen. Ich wäre halt nur gern hier drin, da ist nämlich ein Knochenfragment, weißt du, und das hätte ich halt gern gehabt. Aber ja, scheiß der Hund drauf, ich gehe jetzt. So, wir machen weiter mit, ach, mir tut das Herzlein weh. Wir gehen zu diesem Chindosh-Dingsbums und so, ne? Mal da. Ui, sehr chronische Träubeleins. Wie schön. Servus. Ein Heuler. Oh, wir sind Freunde. Mhm. Okay, die sind uns nicht mehr böse. Das ist aber nett. Ist mir doch egal, wer du bist. Na, was hast denn du für ein Gläscher? Ich kenn dich nicht. Hau bloß ab. Ich kenn dich nicht. Hau mal ja. Mimimi. So. Chindosh. Ja, mir tut das echt im Herzlein weh. Mit dem Knochenartefakt. Da stehe ich diesmal echt an. K.A. Naja, ich gehe jetzt mal. So, haben wir noch ein anderes eventuell? Ja. Es gibt hier mehr als nur Korruption, Leid. Verzweifle nicht. Du findest hier auch Gutes. Ah ja? Hoffen wir mal. So, Chindosh. Darüber. Vielleicht habe ich ja noch Glück und ich finde es an, aber momentan schaut es schlecht aus. Jemmys Schwester sagt, du knackst jedes Schloss. Keine Ahnung, warum Stiltons Haus so gesichert ist. Aber sag schon, kommst du da rein? Lass mich überlegen. Durante weiß, wie man da reinkommt. Paolo hat ihn den alten Stilton füttern lassen. Ich wollte ihm das Geheimnis abkaufen, aber die Aufseher haben Durante mitgenommen. Ich verstehe das einfach nicht. Da sind keine Spalten. Jimmys Schwester sagt, es ist eine Spielerei, als hätte es kein echter Schlosser gemacht. Nein, es ist von Kirin Jindosh, verfluchtes Genie. Er baut die mechanischen Soldaten für den Herzog. Kannst du es öffnen? Oder einfach lösen? Nein, weder noch. Das Schloss stammt von einem Mann, der Todesmaschinen baut. Behalt dein Geld. Ich fass das Ding nicht an. Na schön. Vielleicht ein andermal. Oder auch nicht. Gehen wir. Okay, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger. Ich werde trotzdem mal kurz speichern. Hier hin. Okay. So. Zur Not muss ich mich halt schnell verstecken. Hi. Wollen wohl Jindosh berühmtes Schloss sehen, oder? Ja. Viel Glück. Ist doch danke. Möglich. Doch, doch, das geht schon. Weil wir nämlich wissen, wie hier der Code gehen tut. Und jetzt? Das Chindosh-Rätsel. Zum Essen kam Lady Winslow, Dr. Makola, Gräfin Conté, Madame Natsiu und Baroness Finch. Die Frauen saßen in einer Reihe. Sie trugen alle verschiedene Farben und Lady Winslow einen kecken Hut in Rot. Gräfin Conté saß ganz links neben einer Dame mit einer Jacke in Grün. Die Dame in Weiß saß links von einer Lady in Lila. Ich erinnere mich an dieses Gewand in Weiß, da die Frau ihr Glas Bier darüber verschüttete. Die Reisende aus Kanaka war ganz in Blau gekleidet. Als eine der Anwesenden mit ihrem Erbstück Vogelanhänger prallte, behauptete die Frau neben ihr,
In ihrer Heimat Kanaka gäbe es wesentlich edlere Exemplare. Also präsentierte Baroness Finch einen wertvollen Gegenstand, Diamant, bei dessen Anblick die Dame aus Dunwall spottete, dass er nichts sei im Vergleich zu ihrem Prunkstück Schnupftabakdose. Eine Dame trug einen kostbaren Gegenstand, Kriegsmedaille, und als die Besucherin aus Freeport neben ihr das bemerkte, verschüttete sie beinahe das Glas Whisky ihrer Nachbarin. Dr. McCullough hob ihr Glas als Absinth für einen Trinkspruch. Die Lady aus Dabokwa, abgefüllt mit Rum, sprang auf den Tisch, fiel auf die Dame in der Mitte und verschüttete das Glas Wein der Ärmsten. Dann fesselte Madame Nazio die Anwesenden mit einer Geschichte aus ihrer wilden Jugend in Balleton. Am Morgen lagen 4 Erbstücke unter dem Tisch, Vogelanhänger, Ring, Schnupftabak und Kriegsmedaille. Aber wem gehörte was? Aha, okay. Wem gehörte was? Ja, das haben wir jetzt eigentlich eh mit dabei, ne? Ach so. Ah, schön. Da steht der ganze Code. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich gerade so nicht. Langsam bitte. Langsam. So. So. Das tun wir weg. Ich wollte mich hier nur ganz kurz noch umschauen, ob hier vielleicht noch irgendwas sein täte tut, aber ich glaube nicht, ne? Schön ist das. Ich wollte nur aufstehen. Also, Lady Winslow, wo ist sie denn? Da? Hatte denn eine Schnupftabakdose? Das schaut aus wie eine... Ring? Das ist Schnupftabak, ne? Eigentlich. Denke ich mal. Dann Baroness Finch hatte den Diamanten. Das stimmt auch. Madame Nazur hatte den Ring. Da kommt der Ring hin. Dann haben wir die Conte. Schau mal. Da steht beide dasselbe Name. Die Conte kommt gar nicht hin. Vogelanhänger. Oh, Entschuldigung. Einmal überblättert. Na, überblättert. Das müsste so stimmen, oder? Stimmt nicht. Da ist jetzt zweimal Marcola, ne? Ah, vielleicht ist das gar nicht der Schnupftabak, das Symbol hier. Was denn sonst? Kriegsmedaille Gräfin Conte. Na, das ist schon Schnupftabak. Ach so, ich verstehe schon. Die kann man auch wechseln. Ach so, jetzt komme ich mit. Okay, okay. Entschuldigung, wir müssen mit der Winslow anfangen. Okay, jetzt komme ich mit. Entschuldigung. Natürlich habt ihr das alles schon längst gewusst. Es tut mir sehr leid. Finch passt. Als nächstes haben wir die Dame mit dem Ring. Als nächstes haben wir diese Conditangsti da mit der Kriegsmedaille. Das müsste die sein. Und zu guter Letzt haben wir die Dame mit dem Vogelanhänger. Jetzt haben wir's. Jawohl. Ich hab nicht gewusst, dass man die Namen ändern kann. Ich dachte, die sind fix eingebaut. Die Information war korrekt. Tut mir sehr leid. Mein Fail. Boah, das geht schon wieder cool auf, ne? Ja, geh mal rein. Den einen Anhänger lasse ich bleiben. Wir sind schon nicht tödlich Angriff mehr. Das ist schon mal nicht so schlecht. Bin ich schon zufrieden. Ah, wir haben wie viel getötet? 8 insgesamt? Ach, scheiße. Wie viel? 4 Knochenartefakte haben mir noch gefehlt? Echt, wahr? Keine Ahnung. Aber die Runen haben wir alle, den Outsider, Gemälde hätte mir nur 1 gefehlt und 3 Baupläne? Pfui, Spinne. Macht nix. Wir fahren fort.
Kapitel 7. Ein Riss in der Fassade. In Aramis Stildens Anwesen wurde ein seltsames Ritual abgehalten, ach du Heilige, bei dem Delilah Copperspoon und ihre Anhänger ihre Finger im Spiel hatten. Sammle Informationen über Delilahs Geheimnisse, sobald du das Haus betreten hast. Spitze. Super. Prima. Wie schön. Na dann, gehen wir's halt an. Zeit ist etwas Seltsames. Früher habe ich mich auf das gefreut, was kommt. Auf die Orte, die ich besuchen würde. Ich erinnere mich an Kindheitsmomente mit meiner Mutter auf ihrem Thron und meinem Vater als mysteriöser Figur. Ich erinnere mich an die Seuche, den Tod meiner Mutter und alle Ereignisse im Hound Pits Pub. Und jetzt das. Ich will nur Delilahs Herrschaft beenden und meinen Vater zurückhaben. Dieses Haus verbirgt ihr Geheimnis. Delilah ist der Tragödie entkommen und hat das Reich nach ihrem Willen geformt. Mit Herzog Luca Abele machte sie aus einem Dilettanten einen Intriganten, der ihr half, meinen Thron zu besteigen. Sie hat Unsterblichkeit erlangt und selbst das Schwert meines Vaters konnte sie nicht töten. Ich werde alles rückgängig machen und die Dinge, die ich ehre, beim nächsten Mal etwas fester halten. Sehr gute Einstellung. Man weiß erst dann, was man hatte, wenn man es verloren hat. So, betritt Aramis Stiltons Anwesen. Dieser Ort erschöpft mich. Was? Decke Delilahs Geheimnis auf, untersuche Aramis Stiltons Anwesen, ne? War das nicht so? Moment. Wir können kein... Stimmt was nicht. Sogar die Luft ist komisch. Wir können keine Magie einsetzen. Oh, Backe. Oh, Backe, Backe, Kuchen. Das ist natürlich keine feine Sache. Vielleicht sind das Runen oder so. Das heißt, ich kann Mami da auch nicht... Oh, doch. Wenn ich die Welt nicht verlassen hätte. Das könnte sein, liebe Mami, das könnte sein. Da ist eine Rune. Haben wir sonst noch was? Dabei nicht, ne? Aramis Stiltons Anwesen. Ich schleich mich mal. Stilton ist vom Rest des Bezirks abgeschnitten. Ja, aber diese Dinger da, diese Holz... Wände sind ja nur da wegen Wind, oder? Damit hier nicht alles zugesaut wird, oder? Dient das als Schutz für irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ist hier draußen noch irgendwas? Wieso haben so viele so wenig getan? Okay, dann. Hallo Mäuschens. Irgendwie ist hier niemand. Oder doch? Sind das Schritte? Alter. Oder ist das mein Herz? Stilton sein? Ja, tatsächlich. Jetzt ist die Frage, zuerst dorthin oder zuerst alles andere absuchen? Ich würde sagen, alles andere absuchen. Rein und raus wie der Wind. Sie haben Angst. Hä? Jetzt hat er einen an der Waffel. Großartig. Sicher haufenweise Gegner. Irgendwo. Da schaut's aus. Was zum Henker ist hier passiert? Wenn jemand die Zimmer sauber und trocken hält, vermodert das Haus. Da haben wir schon mal die Rune.
Sehr gut, da können wir mal nachschauen, ne? Habe ich schon wieder genügend? 3 haben wir, ja. Ja, 3 hätten wir da, ne? So, ne. Was kann denn... Was war das? Doppelgänger? Haben wir... Domino sind wir fertig, ne? Haben wir da unten, da sind wir auch fertig. Nachtsicht habe ich noch nie. Verwende ich eigentlich gar nicht, ne? Doppelgänger. Was kann denn die hier? Tödliche Schatten beschwört. Achso, das bringt nur die Leute um, ne? Das will ich nicht haben. Was kann das? Austausch. Tausche Platz mit deinem beschworenen Doppelgänger. Um mit ihm die Plätze zu tauschen. So kannst du aus gefährlichen Situationen kommen, dich in eine strategisch bessere Position begeben oder mit dem richtigen Timing vor Gegnern fliehen, indem du sie denken lässt, du seist tot. Das hört sich nicht so schlecht an, ne? Das nehmen wir mal mit. Okidoki. Aber das da mit dem Umbringen, das lasse ich mal, weil... ja, weil ich nämlich nicht unbedingt hier als Mörderin rausgehen möchte, aber ich glaube, das kann ich nicht mehr verhindern. Aber wie gesagt, der Wille ist stark, ich probiere es noch und vielleicht habe ich Glück und ich bin wenigstens nur eine gefürchtete Anführerin oder so. Da hätten wir was, da unten. Die sind alle recht nah, ne? Das würde sich fast anbieten, da drüben. Wollen wir mal looken. Alter, diese Schritte, ne? Hört sich gerade ein bisschen furchtbar an, ehrlich gesagt. Achso, ich dachte, da kann man rein. Ne. Ups. Ich dachte, da kann man rein. Da ist echt eine Wache. Ich glaube, ich spinne. Ja, da geht gar nichts. Okay. Okay. Dann ist wahrscheinlich doch besser. Warte kurz. Entschuldigung. Die anderen zu wählen. Kenne ich diesen Ort? Kann ich Wissen anbieten? Ich weiß nur, dass ich müde bin. Mehr Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich so quäle, Mamilein, aber ich wollte eigentlich jetzt eine andere Dingens anvisieren, aber ich tue mir gerade schwer, das Symbol zu erkennen. Da unten wäre eins. Könnte ich es mit dem probieren? Wo geht's hier lang? Ein Besen. Alter, ihr Ratten, ne? Aha, da haben wir was zum Essen. Okay. Einen Pfeil, den wir nicht brauchen tun. Das sind Schwane in den Bergwerken. Ich höre sie unten heulen. Diese aufgeblähten Tiere. Was? Okay, das ist da unten. Wie bin ich so alt geworden? Wo sind die Männer aus früheren Zeiten? Oh. Die Bälle, die wir hier hatten. Och Mann, der ist komplett fertig mit den Nerven irgendwie, ne? Der hat sicher was verabreicht bekommen, soll ich sagen. Aber Sie kommt aus den Wänden. Sie ruiniert die Teppiche. Wir haben hier nichts gemacht noch. So. Das soll irgendwo da unten sein, okay. Ich habe keine Ahnung. Zetteln oder so sind hier keine, ne? Vielleicht hier so rum? Okay, das schaut auch nicht richtig aus. Vielleicht können wir das Fenster hier öffnen. Nee. Nein, das geht natürlich nicht. Ach komm.
Geklopfe ist mehr seltsam, oder? Oder kommt nur mir das so vor? Vielleicht muss ich hier wirklich zuerst mit ihm reden. Knochen aus der Tiefe, unter den Wellen. Aha. Kann ich jetzt... warte. Da fällt mir gerade was ein. Wo ist denn mein... Ich kann hier nichts benutzen, stimmt ja. Entschuldigung. Vergesst, was ich sagen wollte. Ich wollte nur mal probieren, ob, ob es mir möglich gewesen wäre, durch dieses Gitter da zu hüpfen, indem ich den Doppelgänger einsetze. Das muss ich ein anderes Mal probieren. So, wie habe ich das jetzt hinbekommen gehabt, dass ich in dem einen Raum war, wo ich mich nur hätte runterfallen lassen müssen, um zu dem bei dem Kerl da dann hinzukommen tun. Das war da drüben, ne? Oder hier irgendwo. Ja. Das war hier, ne? Was war das? Nichts. Theo, wärm die Decken vor, ja? Vor drei Jahren zerbrach etwas in Aramis Stilton wie ein billiges Schloss. Ein Teil von ihm und des Hauses haben jeden Abend nur verlassen. Der innere Zirkel des Herzogs ist noch immer hier, um den großen Plan umzusetzen. Delilahs Plan. Und... ein Teil von Aramis Stilton ist hier. Zerbricht weiter. Das Nichts ist kein wirklicher Ort. Es ist viel älter und seltsamer, als du denkst. Es betrachtet dich von innen. Im Herzen von Stiltons Haus tröpfelt das Nichts durch das kleine Löchlein von Delilahs Trick immer weiter. Selbst Magie ist hier verkehrt. Alles funktioniert anders. Mhm. Nimm das. Stell dir vor, es wäre eine Art Chronowandler. Geh. Beobachte den Herzog und Delilah. Sieh selbst, was sie getan haben. Danke. Gut, was haben wir da jetzt da bekommen tun? So, Luca Abele. Nimm den Chronowandler des Outsiders. Okay. Der ist hier. Okay. Die Nacht wird es sehr kalt. Chronowandler. Verwende den Chronowandler, um zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her zu reisen. Halte rechte Maustaste gedrückt, um durch die Zeit zu reisen. Drücke F, um die Linse auf- und zuzuklappen, mit der du die anderen Zeitlinien beobachtest. Tipps. Umgehe Hindernisse oder fliehe vor Gegnern, indem du in die andere Zeit reist. Mhm. Du kannst nicht zwischen Zeitlinien wechseln, wenn ein Hindernis dir im Weg steht. Ungeachtet deiner Position tickt die Zeit auf beiden Zeitlinien weiter. Was du in der Vergangenheit veränderst, wirkt sich auch auf die Gegenwart aus. Ist ja schön. Gut. Wie spät ist es? Ist es so spät, wie ich denke? Schrecklich, wie sie mich ansehen. Ashworth, Jindosh und der kleine Luca, jetzt erwachsen. Sie werden mich nie akzeptieren. Okay. Jetzt? Beim Nichts. Ihre Gäste warten im Arbeitszimmer. Der Herzog verlangt nach Erfrischungen, aber ohne die Kombination komme ich nicht rein. An der Tür hängt eine Nachricht, Hauptmann Rindelbaum. Was? Da draußen. Ich brauche den Code fürs Arbeitszimmer. Der steht im Notizbuch, Ma'am, aber das trägt er bei sich. Danke, Corporal. Ehrlich gesagt kann ich nicht.
ausstehen. Ich wurde von der kaiserlichen Verwalterin zurechtgewiesen. Wie heißt sie gleich? Da meinen Sie bestimmt Brianna Ashworth. Ja, das ist sie. Sie ist seltsam. Egal, leisten Sie weiter so gute Arbeit. Danke, Hauptmann. Ist das cool. Alter Schalter, ist das cool. Das Spiel ist echt cool gemacht. Gefällt mir. Voll cool. Jo, jetzt ist auch die Frage. Mamilein? An diesem Ort gibt es eine seltsame Kraft. Der einzige Weg hier raus ist über die Gegenwart mit diesem Chronowandler. Irgendwo da soll es gleich was geben, auch runenmäßig. Aber ich tue mich gerade schwer, das ins Visier zu nehmen. Ah, warte, hier vielleicht. Das ist nur eine Paste. Ja, hätte ich mir sparen können mit dem Essen. Ist ja voll krass, oder? Was haben wir da? Da traditionelle sarkonische Lieder. Okay, die singe ich aber nicht vor. So, die haben wir nämlich schon gehabt. Das ist ja mal interessant. Aber wir können leider nach wie vor keine Magie nutzen. Leider, leider. Es ist die Frage, ob das hier so passt. Wo ist jetzt dieser Kronendings da? Aha, auf 0. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Eines Tages spiele ich Klavier für dich, Theodanis. Er trägt ihn bei sich, hat's geheißen, ne? Immer noch. Und schlechte Nachrichten aus den Bergwerken? Ich spür's. Wie viele Tote? Ich grüße es nochmal. Er ist ja nicht da, ne? Ist er? Als Mädchen habe ich Klavierstunden gehasst. Jetzt wäre das eine willkommene Ablenkung. Okay. Na, das so gesehen, da ist nichts und so, ne? Okay. Da muss ich dann halt auf der anderen Seite aus wieder weg. Okay. Na fein. Da müssen wir hier quasi wieder raus, ne, irgendwie. Die Frage ist nur wie. Okay, mit roher Gewalt geht mal gar nichts. Das ist ja echt kacke gerade. Aber das muss hier irgendwo sein, also ein Notizbuch soll man finden, ne? Ich glaube nicht, dass wir raus dürfen. Ein Notizbuch soll man finden. Gut. Er trägt es immer bei sich, haben sie gesagt. Sonst sehen alle, dass ich nicht zur Oberschicht gehöre. Zu den feinen Leuten. Ach, Manu. Ja gut, das ist jetzt wieder typisch ich, ne? Oh, der Part ist schon wieder zu Ende. Ja, das muss aber hier dann sein, wenn schon. Hoppala, Entschuldigung. Das muss dann aber irgendwo hier sein, ne? So, Nesso, ne? Eine Möglichkeit, hier auszubüchsen. Oder auch nicht. Dann werden wir im nächsten Part hier weitersuchen, ne? Oh je, das wird spannend. Das wird heftig. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!